Unser Haus wurde bombardiert. Ich hatte große Angst, dass ich getroffen werde. Wir hatten kein Essen mehr. Wir mussten von zu Hause fliehen. Ich konnte nichts mitnehmen. Alles ist verbrannt. Eines Tages hörte ich ein Flugzeug. Da versteckten wir uns im Haus. Ich habe meine Augen verschlossen, damit ich nichts mehr sehen kann. Ich hatte große Angst. Hier schlafen wir zu viert auf einer Matratze, die wir von der Caritas bekommen haben. Meine Erinnerungen an Syrien. Die Bomben. In Syrien ging ich noch in die Schule. Hier nicht mehr. Was mein Vater macht, ich weiß es nicht. Er ist, glaube ich, draußen. Ich vermisse meine Freunde, meine Nachbarn. Ich vermisse es, zur Schule zu gehen. Ich vermisse Syrien. Was mich glücklich macht? Nichts. Vor dem Krieg war ich sehr glücklich. Ich ging immer mit meinem Freund draußen spielen. Jetzt darf ich nicht mehr raus. Ich bin hier eingesperrt. Ich liebe Vögel. Ich hatte welche in Syrien. Nun erinnert er mich an meine Heimat. Mein Traum ist es, einmal Lehrerin zu werden. Ich wünsche mir, der Krieg wird bald beendet. Mein größter Traum, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche mir, bald wieder in meine Heimat zurückkehren zu können und dort ein glückliches Leben zu führen. Ich bitte euch um Hilfe, um Kleidung und Schulen. Mit 7 Euro kann ein Kind einen Monat mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Mit 14 Euro sogar 2 Kinder. Caritas und du.